Hallo meine lieben Freunde und danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin Aniro und wir spielen hier eine weitere Runde von Tom Oil, der Season 2. Ich werde in den, glaube noch in der höchstens in der nächsten Folge, ansonsten nicht mehr sagen, dass wir in der Season 2 sind, das wisst ihr ja. Und wir haben in der letzten Folge, für die es nicht gesehen haben, einfach nochmal unsere Pferdchen ein bisschen beschleunigt. Deswegen sind wir jetzt auch ein bisschen klamm bei Kasse. Aber das sollte uns ja eigentlich nicht aufhalten, was hat er hier nur, ja, Drill und sowas, bla 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 blub. Wir gehen jetzt hier rein und holen uns erstmal ein neues Stück Land und hatten eigentlich hiermit echt viel Glück, was mir sagt, ich gehe nach da. So. Das ist sogar mit das zweitmeiste gewesen hier, wenn das wäre der beste Start. Gut, gucken wir mal, wie viel wir kriegen. Die wollen hier auch ein Stück des Öls hier im Lande haben. Letztes Mal konnten wir ja gar nicht genug wegbringen, deswegen haben wir jetzt auch die Pferdchen ein bisschen schneller gemacht. Weil da hätten sie auch ein bisschen besser verkaufen können. Ja, ja. Hier, da. Ich kann sie für Money, natürlich für Money, was auch sonst, kann ich sie schneller machen. Und ein Pferd holen wir uns da auch gleich, was ich jetzt mal nach links verkaufen lasse, weil da einfach mehr Geld ist. Oh, guck mal, ich kann dem Pferd einen Headshot geben. Zufällig habe ich da mit der Maus. Headshot? Hier? Headshot? Na, komm, ein bisschen nach links. Na, Headshot? Mhm. Kopf von den Schultern getrennt. Da hat jemand was gefunden. Sehr gut. Bohren wir mal ein bisschen in die Tiefe. Hat mich übrigens sehr gefreut, dass ihr hier von Tom Oil, dass es euch so viel Spaß gemacht habt, Tom Oil zu sehen. Deswegen gibt es ja auch die Season 2. Ich mache mir hier gleich drei Pferdchen. Ich traue dem Braten nicht. Den Hasen. Den Braten. Den Hasenbraten. Nein, ich werde zuerst, bevor ich eine weitere Pumpstation mache, erstmal meine Pferde upgraden. Und hoffen, dass das Öl da nicht so ein bisschen wenig ist. So, mehr können wir auch bei den Pferdchen nicht upgraden. Wie ihr seht, die sind, haben mehr und sind größer. Das heißt, sie können deutlich mehr transportieren in derselben Zeit. Was eine sehr gute Sache natürlich ist. Vielleicht kommen wir jetzt dazu, das gesamte Öl in der kurzen Zeit zu verkaufen. Blub, hätte ich mal hier so. Blub, das wusste man ja nicht. Gleich viel zahlen die. Naja, der hier drüben zahlt mehr. Und dann gibt es noch ein Pferdchen oben drauf. Weil die Strecke weiter ist, einfach nur deswegen. Und wir können ja schon mal einen neuen hier suchen lassen. Wird ja nicht das letzte Öl bleiben. Ah, nochmal zwei Pferdchen mehr. Wie gesagt, ich traue dem Ganzen hier nicht. Oh, der Preis geht auch schon noch runter. Und hier ist schon wieder nichts mehr drin. Schon wieder leer. Verdammt. Hat mich ein bisschen erfreut und überrascht, dass ihr Tom Oil so cool fandet. Danke nochmal, dass ihr mich hier so viel unterstützt habt, auch mit den Daumen so nach oben. Hat mich wirklich gefreut und das war ja tatsächlich auch einer der Kriterien, muss ich zugeben, dass ich jetzt tatsächlich die Season 2 angefangen habe. Ihr habt Daumen nach oben gemacht, ich habe gesehen, es gab einigermaßen viele Klicks und ich habe mir gedacht, ah, welches Spiel könnte ich denn sonst doch jetzt nochmal bringen oder was mögt ihr gerne damit, falls ein Spiel ausfällt? Und tatsächlich, deswegen hat Tom Oil gewonnen. Eure Entscheidung in der Vergangenheit dafür, hat dafür gesorgt, dass wir jetzt wieder Tom Oil spielen. Ist das nicht cool? Vielleicht, und für den, der es nicht cool findet, ihr müsst es ja nicht gucken, Leute. Ihr müsst es ja nicht gucken. Aber für die, die es mögen, ist doch cool, oder? Also, weiter, wenn euch was gefällt, Daumen nach oben, damit zeigt ihr mir, ihr wollt mehr sehen. Und das kann auch, wie gesagt, nicht unmittelbar, aber auch in späterer Zeit zu solchen Entscheidungen wie jetzt führen. Lohnt sich also immer. Oh. Und wenn ich mir den Rohölpreis angucke, dann denke ich mir, leckt mich doch am Arsch. Dann verkaufe ich halt nicht mehr. Warum ist das ganze Öl hier hinten? Ist die nächste Frage. Warum ist kein Öl hier? Ich habe hier zwei Leute... Oh, er hat was gefunden. Bin ich mal so frech und mache das einfach mal so. Kann ich von hier auch was abziehen? Nee, kann ich nicht. Habe ich nicht erforscht. Und jetzt lassen wir mal hoffen, dass das Ganze weiter unten ist. Jawohl, und sind schon drinnen. Nice.
Dann machen wir das auch stärker und bauen hier einen weiteren Turm mal hin. Ich mache das lieber immer stückchenweise, das wisst ihr. 18 Cent, die können mich mal. Hier, komm, baue ich hier noch irgendwo ein Fass. Ah, hier drin geht's nicht. Baue ich hier noch ein Fass ein weiteres hin. Schon mal so provisorisch aufgebaut, weil das nämlich gleich voll ist. Genau, so. Jawohl, und drinne. Rein mit dem Bohrer. Jetzt haben wir drei Bohrtürme. Ah, da baue ich nämlich mir lieber doch noch ein Pferdchen mehr. Schade, dass hier nichts dazwischen passt. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe ja auch selber... Oh, jetzt muss ich langsam verkaufen. Ich fange mal mit einem an, der anfängt zu verkaufen, damit ich genug Platz habe für ein weiteres Fass, was ich brauche. Ich bohre das mal so halb in die Fabrik rein, damit ich hier zwischen noch was bauen kann. Falls nötig. So, meine ich. Einer, der uns ein bisschen mit Geld versorgt. Spillage fein. Komm, 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 komm. Ich habe genug leere Pferd. Also. Ach du Scheiße. Ich muss mal zwei machen, die verkaufen. Ich habe langsam zu viel Öl. Vielleicht mache ich auch mal drei. Oder vier. Oh, was mache ich denn? Ich muss die jetzt echt mal im Auge behalten. Ich war so drauf fixiert, dass der hier hinten besser ist, dass ich den hier rechts gar nicht gesehen habe. Fahrt! So, und ich habe doch ganz schnell raufgehauen. War wahrscheinlich immer noch zu spät trotzdem. Verdammt, schon wieder Spillage fein. Was? Ah, und das auch noch im letzten Monat. Verdammt! Komm, machen wir das absolute Maximum. Ich muss hier verkaufen. Ich muss verkaufen. Verkauf den Dreck. Okay, Pferdchen. Komm schon. Oh, da kommt das Geld, Seht ihr schon? Brrr, money. Da kommt das Geld. Sehr nice. Hat sogar einen guten Preis, wie gesagt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich glaube, wir kriegen noch ordentlich was verkauft, aber die Fässer werden wir nicht ganz leer kriegen. Leider. Aber wir haben zwei von drei Fässern komplett leer bekommen. Das ist schon mal ein starkes Stück. Verkauft es doch bitte, so viel wie ihr könnt. Alter, sind das noch Ölvorkommen. Oh, da haben sie aber noch ordentlich verkauft. Geringes Village Fine, das ist völlig okay. Und haben einen echt guten Gewinn gemacht dabei. Und damit haben wir schon mal die Ausgaben vom letzten Mal wieder draußen. Guck mal, was wir hier haben. Was möchtest du? Er kann uns einen Preis von 74 Cent garantieren. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen wenig, das wisst ihr. Das brauchen wir noch nicht. Dafür sind die Monate noch zu kurz. Wir könnten natürlich jetzt hier die Pferdchen noch ein bisschen schneller machen. Ich, ehrlich gesagt, erstmal mache ich hier die Size größer. Pferdchen kosten 25.000, verdammte Axt. Und das würde ich gerne haben. Wir sind jetzt zwar sehr pleite, aber wir holen uns jetzt erstmal neues Land und dann holen wir uns Geld wieder rein. Oh, seht ihr, hier hinten lohnt es sich. Was? Geh weg. Ich glaube, da können wir nicht mehr mitmachen. 5.000, wir haben nur 7.000. Das ist extremst wenig. Ich würde mal sagen, wir probieren es einfach mal da oben. Ganz ab vom Schuss. Und gehen in eine neue Runde. Oh, die Preise sind aber gut hier. Oh, jetzt dürfen wir auch länger. Nice. Erstmal nach links. Ja, hier fallen die Preise schon. Da fällt er auch, aber langsamer. Das heißt, wenn wir jetzt noch schnell Öl finden... Könnten wir tatsächlich noch einen guten Preis abgreifen? Oh, das ist aber hier starker Fall. Uah.
Ja, und wie soll's... Ja, und wie soll's jetzt anders sein? Natürlich auf der falschen Seite. Gut, wir fangen erstmal auf der falschen Seite an, haben links glücklicherweise auch noch einen Mülltum. Nicht glücklicherweise die Preise. Tanken, 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 tanken. Ja, du darfst auch übrigens nach da hinten. Ah, ich brauche noch ein drittes Pferdchen. Hilft nichts. Oh, die Preise, das ist so ärgerlich. Vorsichtshalber habe ich schon mal eins gebaut. Ja, ich weiß, für 100 Dollar kann ich es größer machen. Den Fast, ach da oben, jetzt kann ich vorspulen. Ja, das wissen wir ja alle schon aus der Season 1. Ist ja in dem Sinne nichts Neues. Na, hilft nichts, ich brauche Geld. Ich brauche das Geld, damit ich zumindest die schneller machen kann. Mindestens einmal upgraden. Nutzen schon wieder mein Elend aus, mein Leid. Ja, während die zwei das reinfüllen, kommt der eine und pumpt es direkt wieder aus dem da raus, anstatt an der Ölbohrstation selber. Das ist eine tolle Sache. Eine ganz tolle Sache. Macht er fein. So, jetzt haben wir mal alles ein bisschen größer gemacht. Und können tatsächlich hier mit einem, zwei, machen wir schon mal das zwei verkaufen. Und setzen dann anschließend einen neuen Ölbohr irgendwie hinten an und fangen schon mal an, in die Tiefe zu graben. Wofür wir wieder Geld brauchen, was wir noch nicht haben. Verdammt, das ist immer dieses Geld. Ein Problem dieser Gesellschaft... dieser Welt. Wir hängen am Nabel des Geldes. Oh, 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 stopp. Zu weit gebohrt. Zu weit gebohrt. Ach, wisst ihr was? Ja, gucken wir gleich, ob was Tieferes auch noch da ist. Ja, super. Ist nicht. Ich baue schon mal neun. Nichts mehr hier hinten verkaufen. Nichts mehr da hinten verkaufen, bitte. Vier Pferdchen noch ganz schön wenig. Fünf Pferdchen, eins was hier nun. Oh, ich meine natürlich was mitverkauft. Können ja noch mal einen zweiten hier hinten hinsetzen, damit es ein bisschen flotter geht, das Suchen. Obwohl hier lohnt es sich, glaube ich, sogar schon hier hinten einzusetzen. So. Und direkt rein in die Brühe. Oh Gott, ist das klein. Da mache ich jetzt tatsächlich auch nicht mal schneller. Ein kleiner Pup-Rester. Ja, kannst gleich weitersuchen. Da wir schon zweimal Spillage fangen haben, habe ich jetzt ein sechstes Pferd angeheuert. Seht ihr? Sinkt der Druck. Sehr gut. Siebtes. Hier hinten kommt auch schon wieder Spillage Fine Near. Das dürfen wir uns gar nicht erst gefallen. Also da müssen wir gleich intervenieren. Was ist jetzt hier hin? Ist da kein Öl angeblich? Oder was ist dein Problem? So, hier, da soll Öl sein. Gucken wir. Jawohl, und da ist Öl. Ich mach mal so, weil ich nicht weiß, es kann ja auch theoretisch hier sein. Gucken wir mal, ob das hier unten ist, bevor ich jetzt hier noch einen neuen Ölbohrturm hole. Bingo! Mhm.
So, jetzt können auch wieder alle Pferdchen ordentlich arbeiten. Jetzt haben wir erstmal wieder ordentlich Öl und wir suchen trotzdem noch in der Zeit weiter. Wenn hier hinten noch was wäre, könnte ich von hier so drüber. Das wäre gut. Schon mal so vorgedacht. Das war aber auch am Rande, sehe ich hier gerade, ne? Gerade noch mal so erwischt. Naja, man muss auch mal Glück haben. Ich hab das Wort in den Mund genommen. Ah! Ja, seht ihr, und das habe ich jetzt davon. Dafür fällt der Preis als erstes erstmal. Bam, in die Fresse. Gott, ist der Preis schnell nach unten gefallen. Gar nicht darauf geachtet, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein. Ich bin immer ehrlich. Lügen ist eine Scheiße. Und Leute, eins für die Zukunft. Nicht lügen. Lügen kommen immer raus, das kann ich euch... Ich schwöre es. Lügen kommen wirklich immer raus. Macht es nicht. Ich wurde so oft belogen, ich habe es wirklich gemerkt. Es heißt ja nicht, dass man es sofort merkt, aber man merkt es. Und die Leute merken sich das. Ich habe es mir auch gemerkt. Das ist nie gut. Und dann verspielt ihr auch Vertrauen. Es ist ja nicht nur die Tatsache an sich, die dann als wieder dargestellt wird, dass ihr sowieso Unrecht hattet, was also so oder so rausgekommen ist, sondern die Leute merken sich, dass ihr belügt. Und dann kommt ja die nächste Frage, wenn ihr schon bei dem Punkt lügt, wo lügt ihr denn noch? Das ist nie ein guter Einstieg für irgendetwas. Ich verspreche es euch. Auch im Beruf. Manchmal ist es besser, eine Sache, wenn man was schief gemacht oder schiefgegangen ist oder falsch gemacht hat, zu sagen, hier, das habe ich gemacht, dann holt man sich einen kurzen Anschiss ab, als sich im Nachhinein einen Riesenanschiss zu holen. Was? Und the cash point? Was? Ach, ich kann das hier vorzeitig beenden. Sehr gut. Können wir jetzt bis Dezember spielen? Dann wird das ja auch wieder eine längere Folge. Hm. Glück für euch. Nicht ein großes Glück für mich, denn ich muss nochmal zur Post und die Filiale macht bald zu. Ich muss mir ein Einschreiben abholen. Ihr wisst ja, ich spiele auch Magic und da habe ich mir schon mal was vorbereitet. Alle in die andere Richtung. Hier verkaufen, hier gibt es mehr Geld für das schwarze Zeug. Für Dinosaurier in Flüssigform. Und wenn wir noch mehr Zeit haben, dann suche ich natürlich auch nochmal. Weil die scheinen ein bisschen antriebslos zu sein, was es angeht, ein bisschen hier zu arbeiten. Ich glaube, ich hole mir auch nochmal einen dritten. Den stelle ich dann hier hinten. Zum Glück kostet der in Anführungsstrichen nur 100 Dollar. Und er läuft natürlich erstmal nach rechts zu seinen Kollegen, weswegen ich ihn nach links gestellt habe. Finde ich gut, eine gute Einstellung. Ja, der Preis ist auch nicht mehr so besonders. Ich weiß, ich werde es wahrscheinlich nachher verscherbeln müssen, das ist zumindest meine Angst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier hinten nichts ist. Und wenn die Idioten hier nichts finden, ich muss mal die Maulwürfe holen und die upgraden wieder.
Ich befürchte, die haben auch noch recht. Habe ich richtig viel Geld ausgegeben und nichts gefunden. Super. Ja, dann scheint hier wohl auch nicht mehr zu sein. Oh, dafür sind die Fässer voll. Aber wir haben wieder über einen Dollar. Ich wollte einfach mal blind hier ein bisschen bohren. Ich hoffe, das ist okay gewesen. Könnt mich ja unterstützen und sagen, ja, das war gut. Das war super Idee, dass du es gemacht hast. Auch wenn es jetzt nicht keinen Erfolg hatte. Fühlt sich so ein bisschen doof dabei, wenn man es gemacht hat im Nachhinein. Hätte ich jetzt was gefunden, hätte ich jetzt sagen können, boah, guck mal, ich hatte recht. Aber jetzt so habe ich so das Gefühl wie, ja, ich bin ein dummer Esel. Ich bin voll der Idiot, ey. Oh, 25.000. 25.000. Und wir haben immer noch nicht alles rausgeholt aus dem Boden, ne? Kriegt das Rohr da leider auch nicht dicker. Könnte man das hier vielleicht noch ein bisschen schneller machen? Ich überlege gerade, wie es am besten geht. Ah, hat sich erledigt. Jetzt ist es alle. Haben wir schon im November alles rausgeholt? Ja, das verscherbe ich jetzt das letzte bisschen. Ja, seht ihr noch so ein paar schwarze Punkte, die hier wandern? Werden jetzt auch noch verkauft. Bringt vielleicht 2 Dollar oder sowas. Ah, 1 Dollar, okay. Eine richtige Entscheidung. 30.000 Juice und Empty Milkshake. Nice. Ja, seht ihr, jetzt gibt es auch Rewards, die wir davor nicht hatten. Gucken wir uns mal unseren Profit an. Nice. Oh, 12. Der ist aber gar nicht so schlecht, die Olli hier. Na, nicht so schlecht. Ja. So, je nachdem wir hier alles jetzt aufgebaut haben, denke ich mir, müssten wir jetzt, glaube ich, auch die Zeit für eine Folge tatsächlich voll haben. Ja, haben wir tatsächlich. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch in der nächsten Folge wiedersehen. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und ansonsten hoffe ich, dass wir, wie gesagt, uns auch sonst auch in einem anderen Let's Play wiedersehen, falls euch das nicht ganz gefällt. Oder vielleicht auch euch andere Let's Plays gefallen. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Und Daumen nach oben nicht vergesst bei allen YouTubern, wo euch das gefällt. Tschüss!